Moin moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Far Cry 6. Wir wollen jetzt die letzten paar Kisten noch besorgen auf unserer Startinsel und danach gehen wir auch weiter zu gucken, was uns noch so Neues erwartet, anstatt nur den alten Kram weiter nachzugucken. Ich würde sagen, let's go. Wir haben da hinten wieder zwei Hirsche oder Rehe oder wie auch immer. Ah, Mist. Oh. Oh, shit. Junge, 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 we have a problem. Kriegen wir den weg? Kann der überhaupt auf mich schießen? Ja, kann er. Ich mach mich da mal vom Acker. Ein Panzer hinter mir ist nämlich irgendwie nicht so das, worauf ich Bock habe. Einmal schnell den befreien. Danke, danke. Bitte, ich muss los, Junge. Munition ist voll. Nur Granaten brauche ich irgendwie mal. Ja, einfach aus dem Auto rausspringt, nachdem ich ihn erschossen habe. Auch weg. Viele Gegner hier rumhängen. So, und ich muss jetzt irgendwie mal hier durch diesen Zaun durch. Hier hört er auf. Denn unsere Kiste liegt ja schon dahinter. Sind ja quasi schon dran vorbeigelaufen. Oh. Sorry, war nicht meine Absicht. Ich habe mich trotzdem gerettet. Immerhin eine. Aha. Aha. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich war hier schon. War ich hier schon? So, haben wir die auch? Dann dahin. Hier klappt das mit dem Fallschirm auch viel besser als in Far Cry New Dawn. Was ich ja vor kurzem im Stream komplett durchgespielt habe, guckt gerne nach auf meinem Kanal. Alles zu finden, perfekt geordnet in Playlists. Da bin ich mit dem Fallschirm ja regelmäßig, beziehungsweise mit der Kombination aus Wingsuit und Fallschirm regelmäßig auf den Boden aufgeklatscht. Weil das alles irgendwie nicht so funktioniert hat, wie ich mir das eigentlich erwünscht hatte. Hat wirklich klein angefangen. Mhm. So, hier, noch ein höher. Ist
Das ist ja nervig, hier ganz hoch zu klettern. Und das Beste daran ist, die Kiste ist nicht mal hier. Doch, da. So. Na, easy going. Dann haben wir hier noch eine. Da unten sind noch zwei. Und dann haben wir es, glaube ich, auch bald. Krawallhandschuhe. Schaffen wir das einigermaßen weiterhin? Nicht mal ansatzweise. Müsste tatsächlich irgendwann bald mal zu so einem Shop. Viva Libertad. Ich möchte ein bisschen mal nach neuen Waffen gucken. Wobei ich ja am liebsten eigentlich einfach eine neue Maschinenpistole hätte. Gracias, mija. No hay problema. Wo ist denn jetzt ganz diese Kiste? Ah, für Hühnchen gibt's nicht mal was. Einfach einmal durchs Feindlager laufen und es dann auch noch anzünden. Richtig gut. Da ist die Kiste. Da müssen wir auch gleich mal durchgucken wegen den Klamotten, die wir bekommen haben. Ob es sich da lohnt, irgendwas anzulegen. Hä? Ach da. Vielleicht haben wir ja irgendwelche gute Kleidung gekriegt, die halt wirklich auch Sinn ergibt. Soll die da oben sein? Hä? Cool. Einfach ein Dummy. Aha. Da muss ich irgendwie hochkommen. Hier. Da kann ich doch hochklettern, na easy. Und dann über den Baumstamm. Hier hin. Und da ist unser Kistchen. Schmarotzer-Jeans. Bringt jetzt doch wahrscheinlich Geld. Zwei Kisten noch, darunter eine Waffe. Oh, Mist. Ich wollte den Fallschirm anmachen. Warum ist hier diese Flagge? Die mag ich nicht. Kann ich das nicht irgendwie... Kann ich nicht irgendwie auch Lager einnehmen oder so, sodass die Gegner aus einem gewissen Bereich komplett verschwinden? Das wäre mega cool. Man quasi so einen kompletten Bereich einfach clearen kann. Ich habe keine Ahnung, ob das funktioniert oder doch oder nein oder doch. Aber cool wär's.
Und weiterlaufen. Bester Laptop ever, ich brauche den auch. Und Marotzer Helm. Da noch einmal hin. Läuft man eigentlich ohne Waffe in der Hand schneller oder wirkt das nur so? Ich muss aufpassen. Worauf muss ich denn aufpassen? Hier geht doch von nichts eine Gefahr aus. Ich habe irgendeine Ubisoft-Herausforderung abgeschlossen. Sehr schön. Da muss ich auf jeden Fall hoch. Und hier gibt es jetzt eine Kiste. Nö. Hä? Wow, was ist das denn für eine Kiste? Eine Schrotflinte. Ja, moin. So, gucken wir noch einmal kurz. Ja, aber das sieht soweit gut aus. Natürlich so ein paar Gebiete noch nicht ganz eingenommen. Hier gibt es Hirsche. Also hier waren wir noch nicht. Hier in diesem kleinen Streifen waren wir noch nicht. Und hier die Ecke noch nicht. Aber ich denke nicht, dass da noch großartig was ist. Hier fehlt auch immer noch so ein kleines bisschen was zwischendrin. Nicht so wild. Ich glaube nicht, dass wir damit was verpassen werden. Ich würde sagen, wir gehen jetzt einmal hier rüber in unsere Base. Und dann weiß ich tatsächlich auch noch nicht. Dann gucken wir mal, ob wir Nebenmissionen oder sowas haben. Ich denke mal, das ist die beste Idee momentan. Dass wir jetzt, uns jetzt erstmal noch ein bisschen um Nebenmissionen kümmern. Vielleicht noch ein kleines bisschen Map aufdecken und Waffen sammeln. Irgendwas mit der Kamera kaputt. Okay, sie fängt sich gerade. So. Hier gibt es nicht. Glamourös, oder? Verstecknetzwerk, Jagdhütte. Wiederauffüllung des Supremos bei Betreten, eine wertvolle Guerilla-Vorratskiste. Und hier können wir die noch nicht machen, gibt aber Jagdbroschüren und Jagdgebiete, ja, das brauche ich nun keine Sau. Eine Schrotflinte gibt es, also eine Jagdflinte. Zusätzliches Fleisch aus Tierkadavern herauszuholen. Okay, das ist nicht verkehrt. Aber das hier kann man eigentlich mal machen. Metall und Benzin. Wie ein verdammtes 5-Sterne. Trophäe erhalten. Sehr schön. Hola. Hola. Endlich ein junger Mensch. Aber hier steht doch eine wertvolle Guerilla-Vorratskiste. Wo haben wir denn die? Steht jemand auf überteuerte Kanapés und reiche Richter? Ich hab genau das Richtige. Keine Ahnung, wo die sein soll. Meisterjägerin. Ah, hier gibt's so ein paar Beutetierkarten und ein paar Kleidungsstücke, wo man aber gewisse Tiere für braucht. Mamutitos Stoßzähne. Also wie viele von diesen Tieren gibt's denn bitte? Danke.
Das wollen wir uns momentan noch nicht holen. Du solltest deine Ausrüstung auffrischen. Ach so, er macht sie, nicht er. Meine Schwestern, jede Freundin, die mich abgesetzt macht ja diese Expedition. Du siehst nervös, Domino. Das? Ah, hier gibt's die DLCs zu spielen. Domino, ja, nächstes Mal vielleicht. Könntest sowas wie der Darth Vader des Dschungels werden. Fick dich. Aber hier gibt's auch irgendwie keine Waffen zu kaufen, ne? Ehre, habe ich eigentlich schon sehr gutes, dieses Halbautomatikgewehr. Wir könnten wechseln auf die ARC, ist aber wieder schwächer. Und das, was stärker ist, ist zwar Krokodiljäger, aber das ist ein Karabiner. Er hat nur 4 Schuss im Magazin und nach jeder Kugel muss immer nachgeladen werden. Warte. Geht hier echt nochmal der Schaden so sehr hoch? Dann wechseln wir schnell wieder die Sniper. Und können wir uns da ein vernünftiges Visier drauf klatschen. Und 8-mal Visier oder so gibt es gar nicht, ne? 4-mal ist das höchste. Scharfschützenvisier, 8-mal Visier. Da. Steht nur nicht so klein dran. Das ist auch ein Atemvisier. 8-mal Visier. Verbesserte Scharfschützenvisier. 6-mal und 10-mal. 10-mal Visier. 4 und 8. Das klingt doch schon mal gut, oder? Lohnt es sich noch, Schalldämpfer drauf zu hauen? Ich glaube nicht. Talisman lasse ich das. Aussehen. Sprühdosen. Aber warum ist denn das noch gesperrt? Ist es nur gesperrt, weil ich es nicht habe? Oder kann ich... Doch, ich kann es kaufen. Die blaue sieht hart sexy aus. Haben wir zumindest mal eine neue Waffe. So, und Seitenwaffe wechseln, weil die hier ist einfach... Also die hier ist einfach kacke. Die hier macht ja richtig Damage. Oder kann ich wieder keinen Schalli drauf tun auch, ne? Nehmen wir die normale rein. Die kriegt dann einen Schalldämpfer. Mod kriegt sie erstmal nicht. Aber hier. Das Design. Sind wir damit auch erstmal zufrieden. Achso, ausrüsten. Primus. Ja, ich weiß nicht. Aber gibt es denn keinen Waffenshop? Gibt es sowas denn einfach nicht? Das ist ja unrealistisch. Also ich weiß, dass es hier irgendwas gab. Hier, Juans Waffen. Scheint es aber sonst hier in den anderen Lagern, die ich eingenommen habe, noch nicht zu geben. Dann würde ich da einfach einmal rüber. Per Schnellreise.
In der Hoffnung, dass wir vielleicht neue Maschinenpistole kriegen oder so. Warum zeigst du der Werkbank nicht mal, wer hier die Hosen anhat? Warum schreist du mich denn so an? Achso, da ist doch schon der Shop. Quans Waffen erwerben. Impro-Waffen. Das ist alles? Ich kann mir nur Impro-Waffen holen? Gleich Supremo. EMP-Impuls aus. Ich meine, ich habe jetzt den, der mich fliegen lässt. Sicherheitssysteme ausschaltet. Belebe dich selbst wieder. Aha. Giftgas. Ich weiß nicht, würde ich tatsächlich erstmal noch lassen. Ach Mann, ich dachte, ich kriege hier richtig gute Waffen. Und nicht nur so ein Plünn hier. Juans Waffenhändler, Juans Waffen. Krieg ich bei dem vielleicht noch irgendwas? Wo ist denn der? Ich hab, was du brauchst. Alles frisch vom Kaufen. Hier kriege ich tatsächlich Waffen her. Karabiner, Scharfschützengewehr. Ist schon cool, so ein Ding, aber auch irgendwie unpraktisch, so ein bisschen. Aber so wirklich geil ist es nicht. Das Einzige, was hier an Maschinenpistole drin ist, ist eine MP40. Ah ne, hier noch die MP5K. Irgendwie nicht so cool. Tja, da muss ich das tatsächlich erstmal noch lassen. Dann müssen wir... Warte mal ab. Hier ist eine Mission. Ist das eine Nebenmission? Uranische Geschichte? Ne, hier, Notizbuch, da. Vorherrschaft, uranische Geschichte. Alle. Was ist denn das? Hol dir alle Waffen von Juan. Na gut, das ist dumm. Einsätze. Alle abgeschlossenen. Aber was ist denn jetzt Hauptmission? Was ist Nebenmission? Sind Einsätze die Hauptmission? Ich glaube ja, hier, nimm deine Medizin, ist glaube ich auch eine Hauptmission. Aber militärische Ziele, hier, Boom Peng. Das Ding ist... Nirgendwo. Oh ja, Sondereinsatz verfügbar. Gibt diese Mission einfach nicht, das ist ja richtig geil. Oder soll das das hier jetzt sein? Nee. Robustas Hügel. Verfolgen, ja. Hier. Warum wird denn das jetzt nicht als Mission angezeigt? Egal, gehen wir da mal rüber, machen die alle platt. Und dann sind wir, glaube ich, auch ein bisschen glücklich. Ein bisschen zumindest, das ist schon mal gut.
Hey! Schaffen wir das eigentlich noch in diesem Part? Klar. Uns geht ja halt mal ein bisschen länger. Dafür haben wir irgendwie heute noch zu wenig geschafft. Was man jetzt schon sagen könnte, es ist Ende. Hui. Könnten Hilfe brauchen. So. Jetzt ganz vorsichtig. Okay, die Pistole ist scheiße. Warum hat das Ding eigentlich einen Schalldämpfer drauf? Kurz heilen, kurz heilen, kurz heilen. Oh. Danke, junger Mann. Vorratslieferung stehlen. Die wollen wir uns mal eben einverleiben. Schießpulver, sehr wichtiger Kram. Supremo-Kleber, auch wichtig. War es, glaube ich, auch schon an allen coolen Dingen, die es hier gibt. Benzin, sehr gut. Hier ist noch eine kleine Kiste, Medizin. Gut, und dann gehen wir weiter zum Lager da hinten. Wie sich das in Far Cry Tradition gehört. Natürlich mit dem Wingsuit. Macht das schon Sinn, hier vorne irgendwo zu landen? Ne, 300 Meter noch. Da war gar kein so fetter Baum. Ich schwöre. Ich habe ihn nicht gesehen. Na. Oh. Also nochmal da ganz hoch. So einen kleinen Strauch bin ich gerade verreckt. Nervig. Vielleicht noch ein bisschen höher. Vielleicht ist das dann besser. Nicht, dass die Soldados die Soldaten so dringend brauchen wie ich. Jetzt habe ich versehentlich eine Mission gestartet. Aber gute Musik. Ich wollte doch gar nicht die Mission starten. Da wollte ich hin. Och Mann. Clara, ich bin...
bin an einer Art Schiffsabwrackstation. Ich hab gerade irgendwie meinen Fallschirm nicht aufgekriegt. Da bist du. Castillos Leute verschrotten dort alte Kriegsschiffe. Sieh nach, ob es einen alten Bordcomputer gibt und lade so viel wie möglich runter. Jede Info ist eine gute Info. Das war ein Zivilist. Okay. Vorsicht, Dani. Wofür ist er? Die sollen irgendwie Gegner sein, aber ich sehe keine. Ah. Kann ich die Soldados schlagen? Hatte der einen Namen? Eine Minute 20 nur noch. Da soll ich hin? Ich dachte, das soll hier irgendwo sein. Oh, das schaffe ich doch nicht. Jetzt mit Schwimmen? Nee, das wird nichts. Ja, los, Guapo! Hol ihn dir! Hin da! Oh, ich bin da. Das reicht schon. Was ist das denn? Guapo. Ich helfe dir. Wobei, warte mal, sollte Guapo sich nicht ein paar Mal selbst wiederbeleben? War das nicht seine Aufgabe? War da nicht was? Dani, du hast dich selbst übertroffen. Das wäre jetzt richtig doof gewesen. Ich guck da mal nach. Amigos. Details. Kann Guapo automatisch wiederbeleben? Jetzt 90%. Nee, lass den Ziele eliminieren. Gesundheitspunkte im Kampf regenerieren. Und 5-mal sich selbst wiederbeleben. Naja, das mit dem Wiederbeleben hat ja jetzt nochmal nicht geklappt. Macht nichts, wir sehen uns trotzdem wieder im nächsten Part von Far Cry 6. Wie immer bedanke ich mich fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und tschüss.